Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Long Drive. Ja, und da steht er doch, unser Bus. Also, hoffentlich unser Bus. Ja, ich habe mich jetzt die Nacht mal hier auf das Dach gerettet. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich nicht. Also das kaputt machen, das auf das Dach retten schon, weil Hasen und so überall. Ich habe jetzt nochmal überlegt. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell der Bus fährt. Ich muss jetzt aber nochmal gucken und dazu lege ich jetzt auch mal die Waffe weg, nicht, dass ich mir nochmal in den Tank halt schieße, weil das Loch ist ja immer noch da. Wir haben 74 insgesamt, davon 28 Benzin, 33 Öl, 38 Wasser, 38 Diesel und 2% Wasser. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde jetzt mal das Zeug umpacken, weil ich möchte ehrlich gesagt nicht... Ja, den Korb nehme ich auch gleich mit. Das ist aber auch gut zu wissen, dass es so in einem Korb zu transportieren geht. Das finde ich echt nicht schlecht. Und den Korb könnte man ja theoretisch, dass das Zeug nicht hier drin rumfliegt. Mit G. Ja, guck mal. Cool, hä? Würde, glaube ich, sogar... Nee, so nicht. Sind wir irgendwie ein bisschen gerade? So. Guck mal. Also kriegst nicht mehr rein, ne? Also. Wäre schon. Ja, jetzt habe ich F gedrückt. Nein, das war bloß die Farbe. Ich will aber den Korb. Also ich hätte gern den Korb. Wieso geht denn das jetzt nicht? Gerade ging's doch. Was ist denn hier draußen los? Kommen wir nicht mal nur arbeiten hier oder was? Ihr Russen. Gibt's doch nicht. Ja doch, ich würde jetzt sagen, wir probieren das mal. In der Hoffnung, dass das nächste Schiff vielleicht nicht so weit weg ist. Würde ich sagen, ich gehe das Risiko jetzt einfach ein und fahre so schneckentempomäßig mit dem Bus. Dann kann man ja immer noch mal gucken. Hier ist noch mal Wasser drin. Achso, wir müssen auch mal den Rest noch erfüllen. Fällt mir gerade ein. Und hier draußen das Ding mal wieder zumachen. Hallo, jetzt geht er mal rein in den Bus. Ja. So, hier müsste jetzt Kühler. Ne, das war Motor. Hier ist jetzt Kühler. Genau. So. Und du hast jetzt noch 3,3. So, dann kriegst du... Was ist das? Alkohol? Okay. Dann haben wir jetzt 12% Wasser. Kann man mit Alkohol kühlen? Echt jetzt? Das wäre mir neu. So, wir müssten aber auch noch Wasser haben. Genau, ich wollte ja eigentlich auch nochmal Wasser holen. Stimmt. So, nehmen wir das gleich. Also ich glaube, hinten ist eine Küche. Hier, da hinten. So, schmeiß schon mal rüber. Stimmt, hier drin waren wir schon mal. Kurz. So, gehen wir auf. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, hier liegt eine neue Knifte. Und die sieht, glaube ich, besser aus als meine. Lass mal fallen, das Ding. Nehmen wir das hier. Oh, naja, gut. Naja, doch, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Was steht denn da noch? Öl. Wasser. Und da sind wir mal 96 Schuss. Na gut, wir haben noch 152. Pef. So, gut. Haben wir das auch mal ausgetauscht. Gehen wir auf. Ach stimmt, draußen stand ja auch noch ein Fass. Oh, Diesel! Ich gehe kaputt. Sorry, aber... Also das ist wie... Sorry, das ist jetzt gerade wie ein Schicksalsschlag. Moment. Erstmal schütteln, Augen reiben und dann... Oh, Diesel! Alter, geil. Das ist geil. Ja. Gut. Was ist hier noch?
Okay. Den brauche ich nicht. So, warte mal, 4, 12. Wir können das Ding sogar auf Hochglanz polieren. Das ist geil. Warte mal, kann ich die. Kann ich die. Kann ich die. Nein, ich kann die Uhr nicht mitnehmen. Schade. Die Uhr hätte ich gerne mitgenommen. Naja. Egal. Poff. Jetzt ist bloß die Frage, soll ich das jetzt weiter mischen? Oder? Ich meine, weil das Ding fährt ja. Also der Bus fährt ja. Ist ja nicht so, dass er nicht fährt. Aber mache ich mir damit jetzt mehr kaputt, als ich eigentlich verdienen könnte? Eigentlich nicht, oder? Weil ich meine, wenn er sowieso schon fährt. Er würde ja fahren, er würde halt bloß im Standgas nicht laufen. Und ich meine, das ist jetzt nochmal... Wie viel? Irgendwas in die 30 Liter purer Diesel? Na komm, wir machen das jetzt einfach. Könnt ja speichern vorher. Wir haben jetzt 38% Diesel. In dem ganzen Öl-Benzin-Wasser-Gemisch. Also Wasser ist ja das wenigste. Warte mal. Ey. Chill. Ja, shitty. Geil, ein Bus. Ist das geil. So, dann machen wir mal diesen hier. Wo ist er denn? Da. Sporing. Sporing. So. Genau. Jetzt gucken wir mal. So, kriege ich das gleich so? Ja. Also wenn die Karre nicht läuft. Also jetzt mal ohne Mist. So, das war's. Klappe zu, auf den Tod, würde ich sagen. Zack. Das Fass nehmen wir mal mit. Ja, die Fahrgäste werden schon ungemütlich. Achso, warte mal, die könnte ich das? Kann ich das hier hinstellen? Ja, sieht gut aus. Ich weiß bloß halt nicht, ob es hält. So, hier hinten ist auch alles okay. Du brauchst jetzt Benzin. Ja gut, das können wir eigentlich auch mal mitnehmen. Warte mal, wir hatten ja die... Nein. Ja. Wir hatten ja die Ladeklappe noch. So, hä? Zack. Okay, dann wollte ich jetzt noch Wasser holen. 12. Das jetzt bei dem dreckigen Reifen nochmal probieren. Ich weiß bloß nicht, ob das geht, wenn der noch am Bus dran ist. Oh, der hat sogar Doppelbereifung. Auf jeden Fall sieht er schon mal geiler aus. Das ist ja krass, dass das wirklich geht. Also ich habe das gerade in einem Video gesehen, jetzt kurz bevor der Aufnahme habe ich das gesehen. Clean, how clean all up this oder sowas hieß das, glaube ich. Das Video. Schon mal keine schlechte Info. So, das Öl stellen wir mal schnell hinein, weil wir machen ja schon mal das Wasser fertig. Aber hatte ich nicht sogar hier noch irgendwo Öl? Was bist denn du? Nee, du bist auch bloß Sprit. Du bist auch bloß Benzin. Aber ich hatte doch noch eigentlich pures Öl, oder? Oder war das echt weg? Ah ne, bei dem brauchte ich ja keins. Das habe ich ja gleich, das geht ja gleich in den... Hab ich die Klappe schon wieder zugemacht? Ja, hab ich. Dussel. Bleib, Mann. Stimmt, da geht das ja gleich mit ins Gemisch rein. Deswegen braucht er ja, da trappe ich eigentlich kein Öl. Ach, mein Wecker muss ich noch mitnehmen. Siehste? Ich hätte fast meinen Wecker vergessen. Au. Klong. Alala. So, warte mal, kriege ich den hier so? Warte mal, machen wir das mal anders. Ich setze mich jetzt mal hin. Wo sehe ich denn den? Hier sehe ich den. So? Nein. 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 Komm mal hoch noch ein Stück. So. Nein. Du blöde Weckerkuh. Da. Guck mal, das geht doch, oder? Ja gut, kriegen wir das noch ein bisschen eleganter hin? Ne, ja.
Genauso hätte ich das jetzt auch gemacht. Genauso hätte ich das jetzt auch gemacht. Das hätte ich genauso gemacht. Sieht nicht gesund aus, was er mit seiner Hand dort macht. Nein. Komm jetzt wieder rein. Der Wecker war mal schnell abtrünnig. Ah, guck mal, so. Das ist doch. Ja, das ist super. Okay. So, aufstehen. Brauchen wir jetzt noch irgendwas? Ja, unsere Figur brauchen wir noch. Und Muttis Brief müssen wir auch noch mitnehmen. Komm her. Au. So, wo machen wir die hin? Shit. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie jetzt draußen gelandet? Guck mal. Genau. Kann ich die hier draußen irgendwie dran pinnen? So? Das ist ja geil. Jawohl. Cool. Ja, die bleibt dort. So. Ich glaube, das Einzige, wo wir da jetzt aufpassen müssen, ist, wenn man neu lädt, sind die, glaube ich, nicht mehr dran. Das ist, glaube ich, das, worauf wir jetzt aufpassen müssen. Achso, ich habe ja gar kein Handschuhfach, oder? Ach, das ist ja scheiße. Warte mal. Ja, macht ja nichts. Die kann ja ruhig liegen. Ist ja auch ein Schlafbus. Warte mal. Lass den mal fallen. So. Irgendwie. Dahin. So. So. Aber den kann man leider nicht mit G befestigen. Das ist blöd. Guck mal. Kriegen wir den noch ein Stück dahinter? Gut, dann wird er schräg. Das ist doof. Nee. Och, Menno. Also, was ist das bitte für eine riesen Postkarte? Das ist ja Wahnsinn. Nein. Ja, unsere Fahrt verzögert sich ein bisschen wegen Dekoarbeiten. Scheiße. Blöde Sau. Der Mutter und ihr störrisches Papier hier. Das ist echt der Hammer. Der kippt bestimmt wieder nach vorne. Spätestens wenn wir losfahren. So, dann gucken wir nochmal nach dem Wasser. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Öl jetzt eigentlich drin ist. Habe ich hier noch was gesehen? Nee, das war die Holzmaserung. Okay. Das Wasser, das Wasser, das Wasser. So. Gucke mal. Zack. Mal darüber. Der Schwamm mal weg. Bam. Okay. So. 5 Liter Wasser. Sind in dem Schätzchen. Kannst du da reinfallen? Ja, kannst du. Okay. So, dann drehen wir dich mal auf. Läuft das jetzt da rein? Ja. Ha! Aber wie angegossen, Leute. Machen wir den Kanister gleich voll. Da haben wir gleich noch ein bisschen Wasser. Also ich denke mal, wenn das Spiel so funktioniert, wie ich mir das denke, werden wir mit dem Kühler wohl Probleme kriegen. Aber wenn wir da immer noch genug Wasser haben, dann geht das immer noch. So, dann würde ich jetzt nämlich mal auffüllen. Oh, ich muss mal... Stell den nochmal hin. So. Jetzt gehen wir Wasser auffüllen. Dann geht's, glaube ich, auch gleich schon wieder ans Pennen. Wow, da brauchen wir jetzt fast 2 Folgen komplett hier, ey. Krass. Nur um diesen Bus fertig zu machen. Aber gut, ich habe ziemlich viel rumgespielt. Gebe ich ja zu. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wir hätten es erstmal abgelassen. Aber gut, das werden wir sehen, das können wir dann immer noch machen. Und wir haben bis jetzt immer noch mehr Wasser wie Alkohol da drin. So, jetzt gehe ich den nochmal voll machen. Damit wir von dem Wasser ja safe sind. Weil wie gesagt, ich denke echt, dass wir durch den Alkohol, durch den Kühler
ein paar massive Probleme kriegen, was das mit der Kühlung angeht. Wenn das Spiel so funktioniert in der Hinsicht. Poff. Mal übelst Poff. Hallo. Nicht eh. Da ist was verreckt. Ich sollte vielleicht auch hier zumachen. Und wenigstens den. Ach, guck mal. Komm mal näher an die Tür. Das war's doch schon, oder? Nee, du bist noch nicht tot. Bleib genau dort. Ihh, Fleischfetzen. Was hast du jetzt davon? Arschloch. So, ich bin aber eigentlich hier, um Wasser aufzufüllen. Irgendwie. Passiert da jetzt was? Ja, es läuft rein. Also es hängt zwar nicht genau drüber, aber es läuft rein. Also von daher mache ich mir da jetzt mal keinen Kopf. Düdlülülülülülü. So, 18, 19 und 20 Liter. Bäh. Oh, komm schon die blöden Ufos vorbei. Ja, kommt's. Also ich bin mal gespannt, ob die Ufos auch irgendwann mal noch Stress machen. Das wäre eigentlich echt cool. Dass man dann aber vielleicht mehr Leben hat oder so. Das wäre noch besser. So, na, wann kommt der Strom jetzt wieder? Jetzt. Okay. Sehr cool, sehr cool. Quatsch. Weil ich höre das UFO immer noch. Ich höre das UFO immer noch. So, den Kanister werden wir aber nicht wegpacken. Den werden wir gleich hier hinstellen. So, das war jetzt fertig. Ja. Dann zack. So, jetzt haben wir hier erstmal alles zumachen. Uns hier mal hinsetzen, uns das schöne Bild angucken und nebenbei ein bisschen schlafen. Also wie gesagt, ich kann es euch nicht versprechen, ob der Bus jetzt fährt. Ich weiß es nicht, weil... Wie gesagt, das ganze Gemisch, der ganze Blödsinn und so. Das müssen wir dann mal sehen. So, was brauchen wir jetzt noch? Öl brauchen wir auf jeden Fall noch. Und Öl müssen wir mal gucken. Warte mal, da stand doch hier was rum. Nee, der ist schon weg. Verdammt. Verdammt. Na, guck mal, da steht noch was. Haben wir hier noch Öl? Ja. Öl, 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 Öl. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht in das Fass hier hinten geguckt, oder? Das war ja drin, das Fass. Der Diesel. Scheißfliege. Achso, hier steht ja auch noch einer. Hatschi. Entschuldigung. Aber wenigstens ist schon Öl drin. Und kein Wasser oder sowas. Was war hier noch drin? War hier auch Öl drin? Ja, 2, noch was sogar. Ach, 1 Liter. 1 Liter Öl fehlt. Müssen wir mal gucken, den finden wir ja auch noch. Wo stand denn jetzt das andere Fass? Ich glaube, hier hinten um der Ecke stand das. Ist doch eh noch verreckt. Ah, hier war noch Wasser drin, okay. Was gibt's denn hier noch? Machen wir das Bett raus. Oh, da sind noch Körbchen drin.
ich an die Motorhaube noch ran? Hasen verrecken leicht gemacht, ja. Das sieht nicht gesund aus, Kollege. Das ist mein Korb. Zack, vom Hasenkadaver erschlagen. Ich sehe das schon. Ich würde gerne wissen, was noch in dem Kanister drin ist. Ich brauche mal hier so eine Holzlatte. So eine Holzplanke. Ah, Holzlatten. Holzlotten. Ja, ich weiß, hier muss man ungewöhnliche Wege gehen, um irgendwo ranzukommen. Aber wer kennt's nicht? Muss auch immer so, ich brauche immer so eine Holzplanke, um irgendwo ranzukommen. What? Okay, was bist du? Du bist nochmal Benzin, okay. Zwei Patronen, ja gut, wegen den zwei Patronen. Du bist Alkohol. Du bist interessant und du bist interessant. Und da sind sogar schon, da ist sogar schon was drin. Haha. Yeah, hey. Naja, ja, mit den zwei Schuss. Guck mal, da können wir gleich noch was mitnehmen. Dann können wir die genauso verwursteln. Achso, ja, war ja bloß das Wasser drin, ne? Ah ja, doch, dann habe ich hier doch schon reingeguckt. Okay. 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 Ach, hier die Bürste war es noch. Eine Bürste. Ah, Bürsten. Ja, jetzt fall doch mal richtig da rein. Jetzt. Sowas. Also, wir haben gelernt, aus Körbchen fällt nichts raus. Was ja eigentlich schon mal sehr positiv ist. Wir brauchen aber trotzdem noch ein bisschen Öl. Gut, ich meine, wir könnten jetzt auch mit den 9 Litern fahren. Das wäre jetzt nicht das Problem. Und ja, ich habe ihn gehört. Ja, der guckt jetzt fast raus. Das ist blöd. Oh oh. Oh oh. Der glitscht da. Ja, ich glaube, das liegt jetzt an dem Scheißkorb. Komm, glitsch raus. Glitsch doch einfach da raus. Scheiße. Das war vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, komm, jetzt gib's halt her. Geh doch. Dann probieren wir es halt anders. Na, das ist auch kacke. Kommt jetzt eigentlich das Fass her? Wenn der Horse mich jetzt killt wegen dir. Oh, das gibt's doch nicht. So ein Scheiß. Na komm, lass den Korb einfach mal da stehen. Ach, dir geht's auch gut.
Das war das leere Fass, oder? Haben wir jetzt hier. Ja. Das ist das reserveleere Fass. So. Dann holen wir noch das andere Kerbchen und dann würde ich sagen, fahren wir erstmal eine Runde. Nicht, dass wir hier dann doch noch zu lange irgendwas provozieren. Mal gucken, weit werden wir vielleicht eh nicht mehr kommen. Jetzt ist bloß die Frage, bleiben die auch stehen, wenn ich die einfach nur hinstelle? Oder wäre das schwierig? Ich glaube, das wäre eher schwierig, wa? Dass die immer so laut machen müssen. Schlimmer als Nachbarn. So. Was machst du da? Du sollst dich hier hinsetzen. Oder ist mir egal wohin. Hauptsache du sitzt. Zumachen. Und einsetzen. Okay. Jawohl. Klatsch. Trabi hat uns gerettet. Danke, Trabi. Bist sehr groß. So. Zack, zack, zack. Und dann gucken wir jetzt mal, wie die Bude fährt. So, sollen wir das alles ein bisschen im Auge? Oh, ich habe die Klappe aufgelassen. Ist das jetzt schlimm? Ja, komm. Mal schnell auf. Und dann können wir endlich losfahren. Ui, hier liegt ja noch ein Kanister. Mit. Was? Achso, der ist durchgeglitscht, ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass der andere Kanister nicht irgendwo noch ist. Hoppala. Ah, da war ja eh bloß Sprit drin, also von daher. Also Benzin. Benzin! Ne, da steht hier. Guck mal. Da war doch sein Kumpel. Oder? Ach nee, das sind ja zwei. Ja. Gut. Okay. Nehmen wir sie. So, na dann. Das war doch mal ein geiler Spot hier. Sagen, fahren wir mal los. Ach, Sitzposition ist auch optimal. Sehr schön. Und wir fahren. Mal gucken, wie schnell wir fahren. Also wie gesagt, ich mache mir eher Sorgen um den Motor, ehrlich gesagt. Aber wir fahren wirklich nicht schnell. Das ist natürlich blöd. Aber das ist immer noch besser als wie... Ach scheiße, wir uns die Kilometer merken sollen. Fuck. Nee, wartet mal, das ist doof. Das ist wirklich scheiße. Ich würde mir wenigstens echt gern die Kilometer auf dem Trabi wenigstens aufschreiben. Das habe ich ganz vergessen. Oh ja, also es macht schon mal eine ordentliche Wolke. Ja, und da wird der Motor schon heiß. Damit werden wir jetzt zu kämpfen haben. Aber das ist das, was ich meinte. Weil ich sag mal so, der Kühler macht uns bestimmt mehr Probleme. Hase! So, was sagt man denn in den Kilometer hier? 82,3, okay. Die muss ich mir mal kurz aufschreiben. Ich brauche was zum Schreiben. Ich brauche was zum Schreiben. Ne, da drauf schreibt oder nicht. Ach, das wird eine Vorbereitung hier. So.
So, also. Trabi. Schreiben denn alles nicht hier? So. Trabi. Was haben wir? 82,3. 3 Kilometer. Jawohl. So. Damit wir das im Ohr behalten. So. Und den würde ich jetzt trotzdem zurücklassen. Zack. Wie gesagt, wir werden eh nicht schnell und vorwärts, zackig vorwärts kommen, weil, wie gesagt, der Kühler im Arsch ist. Also könnten wir eigentlich bloß hoffen. Es würde jetzt aber auch nicht springen, wenn wir hier einen anderen Kühler reinpappen. Oh, Muttis Brief. Der ist ja auch noch. Der hat sich auch verabscheut. Ah, da ist ein Hase. Alter! The Killer Boss! Nice! Sehr nice. Wie ist den Hase weggefetzt hat? Ohne Scheiß. So, okay. Gut. Also wenn wir Glück haben, ist der nächste Spot nicht so weit. Dass ich hier, dass wir hier bei Zeiten eventuell den Kühler wechseln können. Weil das macht ja dann so auch keinen Spaß mit 20 und ständig heißem Motor. Das ist ja echt ulkig. Also ich werde es jetzt mal so machen, ich werde die Nacht jetzt mal nutzen und mal durchfahren. Aber das werde ich ohne euch machen, weil das ist ja langweilig. Oder? Wollen wir das zusammen machen? Mir ist es ehrlich gesagt egal. Also ich finde auf jeden Fall cool, dass wir einen Bus haben. Das finde ich mega. Na guck mal, so langsam ist es auch nicht klar. Mit dem Trabi waren wir jetzt schneller unterwegs. Aber so schlimm ist es nicht. Was wir noch machen müssten, ist, wir müssen die Räder noch auf Vordermann bringen. Das wäre noch eine Option, die wir auf jeden Fall tätigen müssten. Und jetzt geht es schon los mit dem Motor. Wenn wir den Rest mal zum Rollen ausnutzen. Ja, der ist schon ziemlich warm. Er ist noch nicht ganz warm, aber in der Nacht kühlt er, glaube ich, auch besser ab, weil es da kälter ist. Und der Tank ist ziemlich gut voll. Wir fahren zwar, wie gesagt, nicht schnell, aber das sollte immer noch was bringen. Und der hat auch bloß diesen beschissenen Rechtsdrall. Ja, guck mal, der kühlt recht schnell ab, der Motor. Hm? Was? Oh, uns verfolgt ein Hase. Und jetzt ist er verreckt. Schade, ich auch nicht. Hinz Kunz. Ich sehe meine Kisten da unten nicht. Stehen die immer noch dort? Ach, warte mal. Hatte der Bus nicht auch Innenlicht? Ah. Mal gucken. Nee, die sind schon. Ja, die stehen nicht mehr ganz. Die sind nach hinten gerutscht. Hä? Achso, das ist ein Baum. Ich dachte, was steht denn da? So, wie gesagt, wenn wir Glück haben, finden wir eventuell demnächst so eine Werkstatt oder so einen Schuppen. Wo wir vielleicht eventuell ein bisschen mehr Glück haben mit dem ganzen Scheiß hier. Dass wir da eventuell den Kühler austauschen können, weil ich glaube, frisch machen können wir den Kühler leider nicht. Das weiß ich nicht, ob es geht. Na gut, wir könnten es probieren, eine Drahtbürste haben wir ja. Oder es dauert einfach nur länger. Das weiß ich halt nicht. Das könnte man halt mal probieren. Aber das wird wahrscheinlich dann ewig lange dauern und wahrscheinlich auch, ja. Ja, der wird gleich wieder rumzicken. Der Kleine. Upala, da ist ein Stein. Bin da mal vorsichtig, auch wenn wir jetzt im Bus fahren. Ja, ist schon knapp bei Volllast. So, Zündung können wir mal anlassen. Aber er kühlt trotzdem, dass es nachts ist, kühlt er ziemlich schnell aus. Also können wir sogar ziemlich gut Strecke machen in der Nacht. Das passt eigentlich schon. So.
Und weil es jetzt eh dunkel und langweilig ist, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein bisschen Feedback da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge bei The Long Drive. Im Bus. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.